Der DAX ist angeschlagen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche. Wir sahen am Freitag wieder Kursverluste, wir sehen den DAX schwächeln, wir sehen Unruhen in Hongkong, die möglicherweise das Sentiment belasten, denn möglicherweise wird China dann doch härter agieren. Zwar ist das alles bisher noch Sache in Hongkong, das heißt, die Hongkonger Polizei ist dafür zuständig, aber wenn die Dinge eskalieren sollten, dann könnte es ungemütlich werden, dann könnte ein neuer Risikofaktor hier in die Märkte kommen, das wäre ein Belastungsfaktor in einem ohnehin etwas angekratzten Markt. Schauen wir uns mal die asiatischen Märkte an. Wir sehen die Nikkei im Plus mit 0,5%. Neues 6-Jahres-Tief beim Yen, das hilft dem Nikkei. Wir sehen natürlich dann schwere Verluste in Hongkong. Viele Banken mussten schließen. Das ist natürlich nicht etwas, was die Börsen hier erfreut. Daher knapp 2% des Minus. In Shanghai sieht man das Ganze gelassen, sogar ein Plus von 0,37%. Und Schwäche wieder in Australien, fast 1% geht es nach unten. Was ist heute wichtig, was steht heute auf der Agenda? Das ist zunächst mal aus Deutschland die Verbraucherpreise, 14 Uhr wichtig in Sachen Inflation. Wie geht es weiter? Wie wird die EZB hier agieren, die ja jetzt am Donnerstag tagen wird? Wir sehen dann die persönlichen Einkommen und Auslagen um 14.30 Uhr und dann die Pending Home Sales, die anstehenden Hausverkäufe um 16 Uhr. Das war es dann datenseitig und nochmal der Hinweis hier auf finanzmarktwelt.de, hier alles Wichtige wieder zum Tage. Jetzt schauen wir mal rein, wie der DAX sich hier schlägt im frühen Handel, was hier zu erwarten ist. Wir sind knapp unter der 9.500er Marke, kurz nach Xetra-Start. Es könnte hier noch gehen bis 9.545, das ist so diese entscheidende Marke, die wir hier dreimal versucht haben zu überwinden, nicht gelungen. Wenn der DAX hier Strecke machen will, wenn der DAX dieses angeschlagene Chartbild hier aufhellen will, dann muss er eben über diese 9.545er Marke nachhaltig drüber, sonst wird es ungemütlich, sonst droht eben hier das Einstellen der August-Tiefs aus Ende August, Anfang September, 9.420, diese Zone dürfte angesteuert werden, wenn eben dieser Sprung hier nicht gelingt. Der DAX wirkt ein bisschen angeschlagen. Es sieht so aus, als wäre die Hosse erstmal vorbei. Wir brauchen möglicherweise nochmal einen Rücksetzer, bevor dann eben die Karten neu gemischt werden. Wir sind leicht skeptisch für den DAX heute. Schauen wir uns mal den Euro an, der in den letzten Minuten ein bisschen Strecke machen kann. Wir sehen hier immer diese tieferen Tiefs, die Gemeinschaftswährung ausbildet. Aber jetzt in den letzten Minuten eine grüne Kerze hier, 1,2688, immerhin, man entfernt sich ein bisschen von den Tiefs, aber es ist natürlich nach wie vor noch weit bis zum nächsten relevanteren Widerstand bei 1,2750, 60 in der Zone. Da wird der Euro sicherlich Schwierigkeiten bekommen, da nochmal drüber zu gehen. Auf der Unterseite sind Zonen um 1,2620, 1,2630 zu erwarten, wenn die Schwäche anhalten sollte. In dieser Woche die US-Arbeitsmarktdaten, die EZB-Sitzung, also da ist eine Menge Stoff, was den Euro bewegen wird. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute Abend kein Marktgeflüster. Ich bin in Berlin, wünsche daher einen sonnigen, schönen und entspannten Tag. Erstmal alles Gute, bis dann, ciao.